Schönen guten Moin zum EM-Spezial von Döner mit alles hier auf Medium Imperium nach dem Spiel gegen Ungarn. Schönen guten Tag, Howie. Was geht? Ahoi. Ja, was geht? Ich bin heiß. Ich bin auch auf richtig England. Heiß. Nachdem wir ja auf absolut souverän die Gruppenphase geschafft haben, woran wir auch nie gezweifelt haben, können wir jetzt den nächsten Gegner einfach so vom Platz fegen, habe ich mir gedacht. Mhm. Das sehe ich auch. Also der Weg ins Finale, also es gibt keine Hürden mehr im Prinzip. Kurz noch zum Ungarn-Spiel, bevor wir in völlige Europameisterschafts-Euphorie verfallen. Das war stressiger als gedacht, oder? Ja, wir hatten doch unsere Zweifel zwischendurch. Wir haben nicht immer dran geglaubt. Also wir haben sogar sehr lange nicht dran geglaubt. So, zwischendurch mal. Also ich muss sagen, Es war nervenaufreibend einfach zwischendurch. Das war deutlich nervenaufreibend. Und ich muss sagen, also der Moment nach dem 1-2, der hat irgendwie am meisten wehgetan. man hatte beim 1-0 noch das Gefühl, dass das, passiert halt ist mal. Es war noch viel Zeit. Da kriegst du halt mal einen rein von Ungarn, kriegen sie halt mal rein. Denn Adam Söller ist ja auch kein schlechter Spieler. Alles gut, wir schießen das 1-1. Okay, Ungarn ist ja noch irgendwann kaputt. Am Ende geht das Ding 4-1 aus, wir fahren entspannt nach Hause. Aber nachdem dann, also ungefähr 1,5 Minuten nach dem Treffer direkt, also wirklich im direkten Anstoß danach, das 2-1 gefallen ist, dachte ich schon, nee, okay. Die sind. Haben sie wohl noch einen zweiten gemacht. Auch das einfach. War auch krass. Gut. Ja. Vor allem, wir saßen nebeneinander und wie war das? Da habe ich gedacht, so, ich hatte irgendwie schon ein schlechtes Gefühl. Ich habe so gedacht, so, du so, ja, okay, jetzt brauchen wir noch ein Tor, dann sind wir nämlich Gruppensieger. Da habe ich gesagt, ja, lass das mal 2 Minuten irgendwie genießen, jetzt so gerade. Dass wir gerade mal weiter sind. Also, und dann. Also du, das stimmt schon, du warst noch vorsichtiger als ich, aber ich konnte mich irgendwie auch nicht so richtig freuen. Also ich konnte mich auch nicht so richtig über das 1-1 freuen, aber ich hatte auch ein komisches Gefühl. Also ich hatte auch schon das Gefühl so. Ja, deine erste Reaktion war, ja, jetzt noch ein Tor, Gruppensieger, ciao. Ja, nee, das war nicht meine erste Reaktion. Doch, das hast du doch. Ja, also das war schön. Du hast gesagt, so jetzt brauchen wir noch ein Tor, dann sind wir Gruppensieger. Dann habe ich gesagt, lass mal einmal kurz 2 Minuten chillen und genießen, dass wir jetzt in dem Augenblick gerade mal kurz nicht raus sind. Ja. Es stimmt, das war das Erste, was ich gesagt habe, aber meine erste Reaktion war so, ich bin nicht so explodiert wie beim 2-2. Beim 2-2 hatte ich irgendwie das Gefühl, so das ist, also wenn es das jetzt nicht ist, gut, dann ist es das ist aber auch nicht. Okay. Dann ist auch okay. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Ist die EM hier heute vorbei? Ja, dann kann ich damit auch irgendwie leben. Also, ja. aber beim 1-1... Aber hätten wir auch nicht gekonnt. Nein, natürlich nicht gekonnt. Aber das waren schon, man hatte zwischenzeitlich schon krasse Südkorea-Flashbacks hier. Och, das war schon. PTSD hatte hier. Ich habe schon wieder, musste schon wieder halb in die Tüte atmen und ich habe schon gedacht, ja, weiß ich nicht. Wie geht das mit den Spielern? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und vor allem zum zweiten Mal. Man ist echt so. Es war auch alles so gleich. Also, wir haben auch völlig arrogant vorher über dieses Spiel geredet, dass wir auf jeden Fall zu null. Auf jeden Fall zu null. Dann haben wir schon mal das 0-0, sind wir schon mal weiter. Und dann geht es nur noch um die Tore und dann, ja. Ja, ich habe ja ganz groß angekündigt, Manuel Neuer wird seine Mannen vorne irgendwie mal zur Brust nehmen. Und hat er vielleicht getan, aber sie haben nicht auf ihn gehört oder hat es nicht getan, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, hat es zweimal geklingelt. Ärgerlich. Aber gut, jetzt bist du weiter, irgendwie alles gut. Ja, und vor allem, wann hattest du das letzte Mal ein Gruppenspiel bei einem Turnier, das einen so mitgenommen hat? Das muss ich sagen, das ist auch lange her, oder? Also ich müsste jetzt wahrscheinlich nachdenken, was war das letzte Gruppenspiel? Dann fällt mir jetzt spontan Polen ein, 2006 vielleicht. Aber da ist es, glaube ich, auch eher der eine Moment. Ja, das war aber auch das zweite Spiel erst, ne? Ja, genau. Und das war auch eher der eine Moment, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt bricht alles raus. Aber so, ja. dass man so dabei war, ich meine, gerade so die zweite Halbzeit war schon sehr spannend irgendwie. Ja, wann war das denn noch hier gegen Serbien, wo sie gegen Serbien verloren haben und dann kurz vor der Pause Miroslav Klose noch mit Gelb-Rot vom Platz musste und so. Das war 2010, war das, glaube ich, ne? Da dachte man auch so, alter Schwede, geht doch jetzt nicht. Ja gut, da war man einfach nur traurig, aber ich finde, bei diesem Ungarn-Spiel ging es ja schon, es ging jetzt nicht hin und her, aber die Emotionen gingen zumindest hin und her. Ja, stimmt. So, das fand ich halt auch mal irgendwie ganz nice. Ich muss eh sagen, so als Zwischenfazit, jetzt wo die Gruppenphase vorbei ist, irgendwie schockt die EM. Also das kann auch daran liegen, dass die Erwartungen so gering waren, aber irgendwie macht die EM derbe Bock, finde ich bisher. Ja, auf jeden. Also jetzt besonders Gruppenspiele habe ich nicht so viel geschaut, aber jetzt die ersten Achtelfinals, das war schon geiles Zeug dabei.
Die haben alle irgendwie Bock gemacht. Bock. Da waren auch, keine Ahnung, das Italien-Spiel gegen Österreich, da in der Verlängerung dann noch 3 Tore und dann waren die Österreicher ja auch noch irgendwie die letzten 4-5 Minuten am Ball und am Drücker. Was war das bitte für ein Kopfballtor vom Österreicher? Verstehst du das? Ich verstehe das nicht. Also vor allem sieht es aus, als hätte er es so gewollt. Also er steht ja wirklich am kürzesten aller kurzen Ecke. Steht er quasi nach der Ecke. Hm. Und tippt ihn 1 Millimeter an, dass er genau die entscheidende Flugbahnveränderung mit sich nimmt, der Ball. Also das fand ich schon, klar, dieses Das ist drauf, ne? Das Patrick-Schick-Tor ist wahrscheinlich bis jetzt das Tor der EM, so dieses 50-Meter-Ding da, ne? Das war natürlich überragend von Tschechien. Aber ja. Der Kopf war irgendwie, der war schon beeindruckend. Hatte schon was. Ja, waren ein paar gute Dinger dabei, auch das Hackentor. Ja. Welches Hackentor? Von Spanien. Ach so, ja. Das war beim 5-0 da oder was das war, ne? Ja, genau. Gegen Dings. Ja, und auch, weiß ich nicht, aber irgendwie so, ich glaube, das ist echt eine Frage der Erwartungshaltung. Man ist so mit null Erwartung reingegangen, man konnte so wachsen, man konnte den Bock so aufbauen. Und sonst ist man halt immer schon mit 1000 reingegangen und das konnte halt nicht gehalten werden. Und dann ist es eher so abgeflacht und dann ging es natürlich irgendwie zum Finale oder so wieder hoch. Und jetzt war es so, ich hatte auch wenig Bock, aber mittlerweile, wie gesagt, die Achtelfinalspiele waren stark. Super nice Dinger dabei, guter Fußball, spannende Dinger. Und ja, ich hoffe, es geht weiter. Bei Deutschland gegen England, Alter. Das hoffe ich nämlich auch, weil sonst endet es Schnitt. Wir sitzen hier nämlich in ein paar Tagen wieder, sind tot traurig und wie konnte das passieren? Und auch noch so hoch. Ja. Aber dann lass uns doch mal einen Blick aufs England-Spiel werfen. Was glaubst du? Kommt der Gegner uns gerade gelegen oder wie siehst du das? Ja, also Ungarn kam uns halt irgendwie einigermaßen ungelegen, weil, wenn man das gesehen hat, die haben halt eben die 2 Viererketten so gut verschoben, da bist du halt auch echt einfach nicht gut reingekommen, ne? Da war natürlich auch Deutschland das Seinige dazu getan mit etwas Ideenlosigkeit, so. Da hat Musiala dann nachher in den letzten 10 Minuten oder so noch gut gewühlt und da Lücken gerissen und so, das fand ich auch super. Aber ich glaube, dass uns der Spielstil der Engländer noch ein bisschen mehr entgegenkommt als der von den Ungarn. Die waren defensiv super diszipliniert, haben das gut gemacht, Räume eng gemacht. Und dann denkst du natürlich, man guckt auf die Namen, hey, du gewinnst, du machst 4 Tore gegen Portugal, gewinnst das Ding. Aber gegen Ungarn läuft nichts, was ist da los? Natürlich, Portugal, die gehen halt raus und wollen selber Tore schießen, ja? Und entsprechend ergeben sich da Räume. Ungarn hat gesagt, wenn das hier alles 0-0 ausgeht, denke das klar, wenn wir irgendwie noch Glück haben, wenn uns auch einer hilft im anderen Spiel oder wenn wir selber irgendwie noch eine Bude machen. Also ich denke da, der Spielstil der Engländer kommt uns mehr entgegen als der Ungarn. Ja, das wird sich mehr Räume ergeben. Und ich hoffe natürlich, wir haben es gesehen gegen Ungarn, da die letzte Aktion mit Sané, wo irgendwie so ein 3-2 war oder 3-3, ganz kurz zu Ende, wo man einfach nur sagte, okay, spiel ihn einfach irgendwie quer rein. Entweder kommt da einer von uns ran oder wir setzen nochmal auf ein Eigentor von Ungarn. Und dann flankt er das Ding da irgendwie ins Seiten aus, wo Jogi Löw dann irgendwie auch sichtlich, also da, klar, er regt sich mal auf über Sachen, wo man sagt, ach Mist, vergebene Chance. Aber das war was anderes. Irgendwie, da hat er gekocht. Das war richtig. Nach der Aktion hat er gekocht. Das hat sich wahrscheinlich irgendwie das ganze Spiel irgendwie so aufgebaut. Irgendwie so, nee, der ist irgendwie, ja, weiß ich nicht. Der wirkt irgendwie so, als würde er denken, ach, eigentlich könnte ich jetzt auch irgendwie gut am Strand liegen. Irgendwie mit einem Kaipi in der Hand. Ja, aber. Und einer hübschen Frau im anderen Arm. Und das tangiert mich hier alles nicht so richtig. Und ja, der ist irgendwie mehr aufs Gutaussehen fixiert, also nicht gut aussehen per se, sondern irgendwie auf dem Platz gut aussehen, irgendwie tolle Tricks da machen und so. Aber wenn er jetzt nicht zu Toren führt, dann kannst du dich auf die Bank setzen, bitte danke. So, da sehe ich dann lieber einen Musiala. Weil ich habe noch ein Interview mit wem gelesen, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher, mit wem das war. Der sagt, das ist mit 18 Jahren, der Typ ist Wahnsinn einfach. Das ist Wahnsinn, wie intelligent dieser Kerl ist und dass der einfach der Star-Weg oder der Superstar-Weg im Fußball für den vorgezeichnet ist. Also
Und das hat man ja auch gesehen. Der Typ war drin, die ersten Aktionen auf links. Da war gleich irgendwie ein bisschen, da ist gleich die Viererkette durcheinander gekommen bei Ungarn. Und da ging sofort was, als Musiala drin war. Also Sané, bitte danke auf die Bank. Und Musiala gerne rein. Jogi, vor allem ist es gehört. Ansonsten ja, ist ja auch nicht mehr zu helfen. Du hast es ja selber gesehen, ne? Bitte. Und vor allem ist Musiala dieses Jahr erst 18 geworden. Aber was man, glaube ich, unterschätzt, ist, dass Sané, glaube ich, ein Stratege ist und dass er genau weiß, dass wir jetzt den vermeintlich schwächeren Turnierbaum bekommen haben. Das hat er natürlich clever gemacht. Und weil er da den Ball natürlich mit Absicht auch vorbeigelegt hat. So kann ich ihm das nur auslegen. Nochmal kurz zum super durchdacht. Nochmal kurz zum Ungarn-Spiel, was uns auch so ein bisschen Hoffnung geben sollte gegen, fürs England-Spiel. Das meinte Thomas Müller auch in der Pressekonferenz, dass er, damit hat er schon irgendwie recht, finde ich, dass er schon auch sagt, dass es auch irgendwo eine Leistung ist, zwei Tore gegen so einen Ungarn zu schießen. Dass das eigentlich bemerkenswert gut war. Das hat Frankreich nicht geschafft, das hat Polen, hat es dann am Ende, Portugal hat es dann am Ende irgendwie geschafft, nachdem die auch irgendwie eingebrochen sind. Aber das ist das Problem halt, die Gegentore waren. Und ich glaube, so ein bisschen sehe ich das auch gegen England nachher. Ich glaube, dass wir die zu Toren kommen können und werden. Das ist, glaube ich, schon. Die Frage ist halt, wie viel können wir hinten verhindern? Und England hat sich bisher auch noch nicht mit Ruhm bekleckert, aber klar, die haben natürlich auch einen Harry Kane, der hat bis jetzt noch nicht getroffen und allgemein noch nicht so performt. Im England-Trikot. Ja, ich sag Hattrick erste Viertelstunde bei Harry Kane. Genau. Also so ist es halt locker möglich. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Es muss nicht passieren, aber es ist locker möglich. Raheem Sterling ist super schnell. Also der Jadon Sancho irgendwie nur in einem Gruppenspiel mal so ein paar Minuten einwechselt. Ja, er kann schon nicht so schlecht sein. Also ich glaube, das wird einfach ein richtig geiles Spiel. England gegen Deutschland im Wembley Stadium. Das wird einfach richtig geil. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob ich mich das letzte Mal so auf ein Deutschlandspiel gefreut habe, muss ich sagen. Das war wahrscheinlich WM-Finale 14. Es wird wahrscheinlich Deutschland-Argentinien, ja. Das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Könnte auch super traurig werden und um 18.30 Uhr, weiß ich nicht, sitzen wir schon weinend auf der Couch. Ja. Aber sehr wahrscheinlich. Aber es könnte auch ein super nice Spiel werden. Wo wir eben, du hast eben schon kurz angedeutet, einmal kurz zur Aufstellung. Das heißt, du würdest im Vergleich zum Ungarn-Spiel Leroy Sané rausnehmen. Ja, ich sehe Leroy Sané hier, wenn sich da nicht noch 8, 9, 10 Leute die Beine brechen, irgendwelche Muskeln reißen, Köpfe abfallen, waren das gegen Ungarn seine letzten EM-Minuten. Wenn jetzt nicht noch irgendwie was ganz Krasses passiert. Also für mich wäre der Typ, ciao. Und wenn du auch die Reaktion von Löw gesehen hast. Das ist halt, ne? Das sah echt ein bisschen so aus. Der war nicht aufgeregt, der war nicht irgendwie traurig oder böse oder enttäuscht wegen der vergebenen Chance, sondern einfach gesagt. Ja. Aber gut, ich glaube halt für Leroy Sané, ich glaube auch, dass er auf die Bank geht, weil halt auch ein Thomas Müller zurückkehren wird. Der wird da wahrscheinlich dann wieder einfach spielen. Und dann ist halt die Frage, ne? Also Serge Gnabry hat auch kein guter EM gespielt bisher, muss man sich auch nichts vormachen. Außer seine Chance gegen Frankreich war da auch noch nicht viel. Aber der hat halt krasse Wembley Stadium Vergangenheit, ne? Also irgendwie Tottenham da einmal weggeschossen, Chelsea da, glaube ich, mal weggeballert, Arsenal. Also der allgemein. Wenn du Fußballprofi bist, dann kannst du es auf dem Kieler Sportplatz, kannst du Leute weghauen oder im Wembley Stadium. Ja, aber es gibt immer wieder diese Geschichten. Es ist immer so, der Spieler, der ein Eigentor schießt, der schießt nachher auch das Tor noch zum Ausgleich. Der Spieler, der irgendwie seit 14 Spielen nicht mehr getroffen hat, trifft natürlich genau wieder gegen den er auch zuletzt getroffen. Es ist immer so. Ja, ich weiß, aber das sind dann ja so ungreifbare Sachen. Ich bin dann lieber, ich schaue mir dann lieber an, Musiala, da habe ich 10 Minuten Fußball einfach von dem gesehen, die greifbar sind, irgendwie, was er gut gemacht hat und ja. Aber die Frage, also ich stelle mir die Frage auch, also du würdest Musiala Was hast du zu verlieren, wenn du den Typen aufstellst? Du würdest Musiala für Gnabry reinnehmen. Ja, wie gesagt, er hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, ich glaube, sein bestes Spiel war noch gegen Portugal, weil da einfach alle super gespielt haben oder ja, doch, also es war schon eine deutliche Steigerung zum Frankreich-Spiel. Und gegen Ungarn, da hat halt irgendwie keiner so richtig was gemacht, ne? Weil einfach nicht so richtig was ging. Da waren dann nachher einfach die beiden Tore und das waren dann auch so die beiden zwingendsten Aktionen. Also so richtig, also wenn man danach geht, kann man natürlich sagen, alle durchwechseln. Ja, ne? Gut, aber genau, ja. Da will ich nicht sagen, irgendwie Gnabry hat groß schlecht gespielt, sondern ich müsste einfach sagen, Musiala hat einfach in den 10 Minuten so viel gezeigt, dass ich denke, dass er den Deutschen jetzt weiterhelfen würde. Grundsätzlich würde ich das auch sagen und ich finde auch, oder ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch gut passen würde mit Musiala, aber ich glaube halt, wenn man den in der 65. Minute nochmal bringen kann,
als frischen Spieler und dann nochmal eine Abwehr also durcheinander zu wirbeln, vielleicht auch, weil man 1-0 hinten liegt oder so, oder vielleicht auch, weil man 1-0 führt, um dann die Konter zu setzen und dann irgendwie mit Musiala vorne raufzugehen, kann der halt auch eine richtige Waffe sein. Also ich würde vorne mit der Standardaufstellung starten, mit Havertz, Gnabry und Müller. Ich würde Musiala dann früher bringen und ich würde Gündogan auf die Bank setzen für einen Goretzka. Nicht, weil Gündogan groß schlecht ist, aber weil ein Goretzka einfach überragend ist, seit einigen Monaten schon. Der hat halt gut genetzt, das war ein schönes Ding, aber da stand er richtig, das war auch ja vorgearbeitet von Musiala, dann irgendwie von Werner noch abgelegt. Ja. Ja, und ist vielleicht noch ein bisschen mehr Leader als ein Gündogan aktuell, würde ich einschätzen. Und kann halt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ist halt defensiv und offensiv wirklich. Ja, ich finde immer beiden. Also so ein perfekter Box-to-Box-Spieler irgendwie, ne? Also der perfekte Achter. Also ich glaube, mit der Aufstellung aus dem Ungarn-Spiel, dann würde ich sagen, Müller kommt für Sané, Goretzka kommt für Gündogan. Und dann hauen wir die weg. Sehe ich auch so. Was ist denn dein Tipp, Alter? 4-2. Ich tippe einfach mal 4-2. Ich lege mich jetzt nicht fest auf, ob auf im Elfmeterschießen oder in der regulären Spielzeit oder in der Verlängerung. Oh, das wäre stark, ne? Schön 2-2 in die Verlängerung. Dann irgendwie nach 117 das 3-2, 119 das 4-2. Beide durch Musiala. Oh, hier habt ihr es zuerst. Beide durch Musiala. Oh, okay. Stark. Ich sage 6-5 nach Elfmeterschießen. Ich tippe auf ein 1-1. Aber dann machen die viele Elfmeter rein, ne? Dann machen die viele Elfmeter rein. Man wird kurz denken, hat der Engländer das Elfmeterschießen gelernt gegen Deutschland? Was geht ab? Und dann vergibt halt einer. Haben wir dann den Stefan Kunz 2.0? War das nicht bei ihm auch so, dass der 96 sich als fünften Schützen hat aufstellen lassen gegen England, weil er gesagt hat, ja, so weit kommen wir eh nicht. Also so weit kommen die nicht. Also da sind wir schon durch. Und dann musst du aber doch nochmal ran. Also, ja, wenn das eine wahre Geschichte ist. So erzählt er zumindest. Okay. Die haben ja auch ein paar reingemacht. Die haben auch, glaube ich, nur einen verschossen. Gareth Southgate, ne? Genau. Ja, das, ich glaube, man wird denken, schafft England es, Deutschland zu schlagen im Elfmeterschießen und dann. Doch, nicht. Kommt irgendeiner und verhaut einen. Ja, finde ich gut. Sag nochmal, wer denn verhaut? Ja, muss man sich jetzt natürlich überlegen. Ne? Harry Kane wird es nicht sein, weil der wahrscheinlich den ersten schießt, weil er wahrscheinlich der erste Schütze ist und der wird den auch reinmachen. Dann wird noch, keine Ahnung, wer spielt noch? Raheem Sterling? Ich sage auch, das wird der letzte Elfmeter. Also das ist jetzt nicht nicht der erste wird wahrscheinlich. Okay. Nicht der erste, nicht der zweite, sondern dann der entscheidende und entweder je nachdem, wer zuerst dran ist oder nachschießt, dass danach dann Schluss ist. Also entweder vergibt er ihn, dann ist Sense, oder er vergibt ihn, Deutschland macht den nächsten rein und dann ist Sense. Das heißt, wir machen also alle fünf rein. Also es ist nicht so, dass die zwei verschießen und wir ein. Nee, 1-1. Also und was hast du zu 6-5? Also ja gut, also 5-4. Genau, 5-4. Wir machen natürlich alle rein. Ja genau, das war meine Frage. Wir machen alle rein, okay. Und die machen 4 rein und den letzten nicht. So sieht's aus. Ihr habt hier zuerst gehört. Es ist, wenn das wahr wird, dann kaufe ich mir auch so eine kleine Wahrsagerkugel hier und stelle mir die immer hier so hin. Ja, das gleiche mache ich auch. Werde ich eh nicht müssen, weil das natürlich eh Quatsch ist. Deutschland verliert 3-0 durch den Hattrick von Harry Kane in den ersten 15 Minuten. Rote Karte, Leroy Sané in der 12. Ja, schön. Wie fandst du die, hast du es gestern gesehen, ganz kurz noch die rote Karte von De Ligt, vom Holländer? Nee, da war ich, hab ich nicht gesehen. Ich war kurz, ich hab's dir erzählt. Ich dachte im Nachhinein nochmal, du warst Tisch abdecken. Ich habe kurz den Tisch abgedeckt, war eine Minute in der Küche, komm wieder und dann, oh, das ist jetzt ärgerlich. Matthijs De Ligt und so. Und ich denke so, ja, die Holländer nur noch zu 10. Und dann liefen aber auch keine Wiederholungen mehr. Oh, das ist trau. Schade, hat mir gut gefallen, der Elfmeter. Die rote Karte, weil. Ja, gucke ich gleich nochmal an. Das ist sehr sinnlos, war einfach. Wollen wir hier Live-Reaction machen? Kann auch machen. Ja, wenn du am Laptop sitzt, komm, kriegst du das hin? Ich sitze am Laptop. So, wie heißt der? Matthijs De Ligt. De Ligt. Wie schreibt man das denn? D-E und L-I-G-T. Glaube ich aber nur. Da. Letzter Mann. Der Licht sieht rot. Ja, letzter Mann alleine? Okay. Aber es war also die sogenannte Handbremsen-Notbremse.
die Handbremsen-Notbremse. So würde ich sie jetzt spontan nennen. Da dachte er kurz, da wäre mal ein Wasserball, was? Das war ja nicht mal versteckt oder so. Also es war einfach nur, gut, ich halte den Ball jetzt hier mit der Hand auf und alle sollen es ruhig sehen. Dann hätte er sie doch auch locker rauffallen lassen können, oder nicht? Einfach so, oh, ich bin raufgefallen, so. Ja, irgendwas. Oder weiß ich nicht, also, aber das war ja, also was sollte das? Nicht so offen, man hätte es weniger offensichtlich gemacht. Aber das sind diese Momente, ich glaube, die kennt jeder, wo man mal kurz so gemerkt hat, auch im Nachhinein, da hat 3 Sekunden das Gehirn auch einfach ausgesetzt. Mhm. So, und da kann man dann auch nichts für. Ich meine, kennen wir ja auch. Das sind ja Profis. Absolut. So, wir freuen uns auf das Spiel. Ich bin heiß, du bist heiß. Das heißt, Frittenfett. Das heißt, die nächste Folge gibt es dann hoffentlich am Freitag vorm Viertelfinalspiel gegen Schweden oder Ukraine. Was tippen wir da? Wir sagen jetzt schon mal voraus, gegen wen wir im Viertelfinale spielen. Komm, wir machen das Turnier zu Ende. Also im Viertelfinale. Nee, ich sag, Schweden gewinnt. Ja, sag ich jetzt auch. Jetzt keine große Prognose. Ich sag, Schweden gewinnt. Ich sag auch, da gewinnt Schweden. So, und dann müssen wir ja im Halbfinale gegen Dänemark oder Tschechien. Natürlich spielen wir da gegen die Dänen. Jo, und dann bin ich zerrissen. Dann bin ich auch fast egal, ob er da kommt. Ich bin echt Dänen-Fan. Die 3 Gruppenspiele in Kopenhagen. Das war geil. Da machen wir uns so ein richtig schönes. Die beiden, also das zweite und das dritte Gruppenspiel war geil. Das heißt, es war so mittel. Da machen wir uns so ein richtig schönes 4-3. Der Spirit. Also es geht hin und her, 4-3 ist ein richtig geiles Spiel. Am Ende legen sich alle in den Arm, weil das so ein geiles Spiel war und auch die Dänen sind stolz. Und besiegen dann im Spiel um Platz 3 die Italiener. Okay. Okay, Schweden und Dänemark sind wir uns ja schon mal einig. Und danach im Finale treffen wir wen? Ja, Frankreich. Ja, und da gibt es nämlich die Revanche. Und dann hat Frankreich nämlich den gleichen Salat wie 2016, dass sie wieder Favorit sind und verlieren. Also. Nudelsalat. Hier habt ihr es gehört. Wir haben das Turnier durch. Ihr braucht gar nicht mehr gucken. Hört mehr Döner mit alles und Medium Imperium. So, machen wir das. Vielen Dank. Bitte. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Dir auch vielen Dank. Und euch auch vielen Dank. Tschüss.